dass man dann ansah, was man aus dem Brösel geschaffen hatte. Da sah man, dass es sehr gut war. Nun, lieber Freund, du hast selbst gerade gesehen, wie erniedrigend, ja geradezu lächerlich die Vorgehensweise bei der Teeerstellung war. Hier waren nun helle Köpfe gefragt und glücklicherweise auch gefunden. Innerhalb nur einer einzigen Nacht ward ein detaillierter Bauplan für eine Teebeutel-Hochhebmaschine erstellt. Mit dieser sensationellen Erfindung erhofften sich die beiden deutschen Teetrinker, diese wirklich menschenunwürdige Auf- und Abbewegung des gesamten Unterarms bei der Teeerstellung mittels Teebeuteln durch eine leichte, lockere, elegante Drehbewegung nur aus dem Handgelenk heraus ersetzen zu können. Um ihr Vorhaben umzusetzen und sicher zu sein vor den Agenten der Teebeutelherstellermafia, die in ihren Laboren an ähnlichen Projekten arbeiteten, suchten sie fieberhaft nach einem geeigneten, geheimen Raum für ihre Arbeit. Sie wurden schließlich fündig, am Rande des Baldener Sees zu Essen. In einer einsamen, dunklen Höhle unterhalb der Isenburg-Ruine erfolgte der Bau der legendären Teebeutel-Hochhebmaschine. Neben der notwendigen Ruhe, die für die Durchführung eines derart komplexen Vorhabens unabdingbar ist, waren an diesem Ort kreatives und exaktes Arbeiten möglich. Mit einfachsten Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Hammer und Amboss, Hobeln und Sägen, mit Pinsel und Farbe, mit Spucke und Leim wurde, meist bei Nacht, fieberhaft getüftelt, gearbeitet und gewerkelt. Unter schwierigsten Bedingungen, ohne Toilette, Computer, Telefon und Fernsehen, wurden hier in Präzisionsarbeit die vielen unzähligen Einzelteile erstellt, um dann in einem Arbeitsprozess gleich zwei Unikate der Maschine zu erschaffen. Dann endlich war es geschafft. Sie waren geschafft. Sie hatten es geschafft. Und die Freude an der Maschine war riesengroß. Was man geschaffen hat. Der Satan
befällt Bernhard ganz plötzlich. Und er beschließt, unsere gemeinsame Erfindung für sich alleine zu nutzen. Und er flüchtet mit beiden Maschinen. Doch sein schlechtes Gewissen treibt ihn nach Tagen in das Essener Münster. Hier beichtet er die große Schuld, die er auf sich geladen hat. Der Herr sagt ihm und auch mir Bescheid, und vor dem Altar, unter dem Kreuz im Angesicht des Herrn, söhnen wir uns wieder aus. Wir erkennen, nur gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam wollen wir nun den Siegeszug unserer Erfindung durchsetzen. Daher findet im Anschluss an die Versöhnung die öffentliche Präsentation der Tehoma auf einer internationalen Pressekonferenz statt.